Hier ist Die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwiersch und dies sind die Themen für Samstag, den 2. April. Unter optimalen Voraussetzungen startete am Freitag der Frühjahrsmarkt in Nienburg. Davon überzeugten sich die Hake-Redakteure Matthias Brosch und Sebastian Stüben selbst. Auf einem kleinen Rundgang durch die Innenstadt ließen sie sich vom warmen Wetter verwöhnen, testeten Essen und Getränke und natürlich die Fahrgeschäfte. Ready, go, let's go, jetzt geht's ab hier. Acht Jahre in Haft muss der 34 Jahre alte Angeklagte aus Garbsen, der 2014 auf einen Nienburger Geschäftsmann geschossen hat. Nach Überzeugung der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Verden schoss der Angeklagte, um einen Mordauftrag zu erfüllen. Doch zugunsten des Angeklagten ging das Gericht von einem freiwilligen Rücktritt vom Versuch aus. Verurteilt wurde der Rumäne wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Nienburger Stadtbibliothek sowie das Stadt- und Kreisarchiv sollen an die Lange Straße umziehen. Doch was passiert dann mit dem Posthof? Bürgermeister Henning Onkes kann sich vorstellen, dass dort ein Hotel oder ein Stadthaus entsteht. Rund 25 Kinder, viele mit Migrationshintergrund, haben in der zweiten Osterferienwoche am Talentcampus der Nienburger Volkshochschule teilgenommen. Die Kinder haben morgens Deutsch gelernt und sich über Themen wie Demokratie, Kultur und Werte unterhalten. Am Nachmittag konnten sie basteln oder lernen, ein Clown zu sein. Am Freitag haben die Kinder die Ergebnisse der Woche Eltern, Verwandten und Freunden präsentiert. Zwei Wochen lang war die zentrale Kreuzung in Loccum nur einspurig mit Hilfe einer Baustellenampel befahrbar und für den Lkw-Verkehr nur großräumig zu umgehen. Wenn der Test der neu in die Fahrbahn eingebrachten Induktionsschleifen am Freitagabend zufriedenstellend ausgefallen ist, wird schon am Samstag nichts mehr an die Baustelle erinnern. Der vor zwei Wochen vorgestellte Referentenentwurf zum Bundesverkehrswegeplan, der alle geplanten Bauvorhaben für Bahn, Straße und Wasserstrecken bis 2030 auflistet und hierarchisiert, ermöglicht erstmals eine frühzeitige Beteiligung der Bürger. Jeder kann sich noch bis zum 2. Mai online oder per Post äußern, Vorschläge machen und auf Schwierigkeiten hinweisen. Im Kulturzentrum Martinskirche in Hoya fand jetzt das letzte Konzert vor der großen Renovierung statt. Das Dach und die Fenster werden demnächst saniert, sowie das Mauerwerk. Sona Barsegian am Klavier und Violistin Xenia Dubrovskaya, die Ehefrau des bekannten Pianisten Justus Franz, spielten vier Beethoven-Sonaten. Zum Sport. Die Kreisteams wollen ihre Trends in der Fußballbezirksliga bestätigen. Landesbergens Spielertrainer André Jezek kann im Abstiegskampf weiter auf seinen Ex-Kapitän Müller Haso bauen, der sich eigentlich aus Studiengründen bis zum Sommer zurückziehen wollte, nun aber doch meist vor Ort ist. Maclohe empfängt am Sonntag Spitzenreiter Steimke. Torhüterin Marie Zietlow hat ihre Knieprobleme überwunden und stößt wieder zum Kader der SG Schamalo. Trainer Andreas Laurin hofft auf ihren Einsatz beim Oberliga-Gastspiel in Braunschweig. Reittalent Luisa Wehrmann freut sich über ihre vierte Teilnahme an den deutschen Meisterschaften der Vierkämpfer. Janne Sommer wurde zumindest als Reservereiterin benannt. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Samstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.